Hallo, hier ist Ina, die Papierverrückte. Ihr seht, was da ist, und das packe ich mit euch gemeinsam aus. Bis gleich. Schaut mal, wie schön das aussieht. Lauter, lauter tolle Sachen. Ich bin, habe ich glaube ich schon mal gesagt, Eigenbedarfsdemo, und ich fliege regelmäßig aus dem System raus, weil ich es nicht schaffe, so viel zu kaufen. Und deshalb steige ich eigentlich jedes Jahr zur Celebration neu ein. Und das ist jetzt wieder, also ist jetzt wieder mein Neueinstieg. Ja, das heißt, das ist dieses Einstiegspaket. Uiuiui, schöne Sachen. Ich räume einfach mal alles geschwind aus. Und dann gehe ich es mit euch durch. So, und dann als erstes mal das hier, und zwar ist das dieses Grid Paper. Da laufe ich auch schon jahrelang dran rum. Hat jetzt für mich vor allen Dingen auch den Vorteil beim Videodreh. Wie kriege ich das denn auf hier? Dass ihr eine weiße Unterlage habt. Ja, ich habe jetzt grün, schwarz und weiß. Und dadurch kann ich meine Farbe, meine Untergrundfarbe immer meinem Projekt anpassen. Ich glaube, das ist ganz geschickt. Schauen wir mal, ob ich dann immer dran denke, wenn es soweit ist. Deshalb wollte ich die schon immer mal haben. Jetzt muss man gucken, genau jetzt. Das ist die Inch-Seite, die bleibt bei mir natürlich eher unten, weil ich doch meistens in Zentimetern arbeite. Da, da. Das Papier ist natürlich schon wahnsinnig geschickt. Ja, ich habe hier meine Zentimeter-Einteilung. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Ich mache es einfach mal ein Stückchen höher, dann seht ihr es auf jeden Fall. Ich habe hier meine Zentimeter-Einteilung und habe hier neben Sachen, wo ich mir Notizen machen kann. Also es ist perfekt. Ja, das wollte ich, wie gesagt, schon sehr lange haben. Jetzt habe ich es endlich. Dann räume ich mal die Seite. Papier in den Müll. Wo ist er? Da, da. Naja. Kommt. Dann habe ich mir auch, den würde ich auch schon immer haben, und bis jetzt ist er jedes Mal rausgeflogen, aber diesmal habe ich ihn jetzt mit rein. Den Wing of Stella. Und zwar, weil das noch genau der Betrag war, der gefehlt hat, und alles andere, was ich wollte, wäre entweder mehr oder weniger gewesen. Jetzt habe ich ihn endlich mal. Den werde ich dann mal in aller Ruhe austesten. Und den werdet ihr bestimmt öfter dann sehen jetzt in den Videos. Ja, ihr denkt dran, so Pappen, ja. Wenn ihr mit denen was anfangen könnt, also wenn ihr Bücher baut zum Beispiel, oder hier können wir bestimmt ein schönes Lesezeichen draus machen oder sowas, also sowas nicht wegwerfen. Ja, so, mein Wing of Stella. Dann habe ich mir hier diese Opal-Sachen geholt. Die sind im Endeffekt genauso wie unsere Perlen, unsere Halbperlen, aber die schimmern halt so toll. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie die nachher in echt aussehen, also auf dem jeweiligen Projekt. Aber die sehen ja Hammer aus. Na, vielleicht hätte ich von denen doch mehr bestellen müssen. Aber ich bestelle eh noch mal. So drei, vier Sachen gibt es doch noch, die ich haben möchte. Dann habe ich hier, genau, das gehört hier mit dazu. Ich habe mir hier die Sukkulenten geholt. Die haben mich ja sowas von angelacht. Ich meine, englische Sprüche ist blöd. Da hätte man das vielleicht auch noch ein bisschen auf Deutsch übersetzen können. Das wäre toll gewesen. Aber die Sukkulenten, ich liebe die. Also mein halber Garten ist voll davon. Ich mag die einfach, ich weiß es nicht warum, irgendwie. Und jetzt werde ich damit garantiert das eine oder andere Projekt machen. Und jetzt hier bei den Stanzformen dazu. Dütüm, dütüm. Ah, halt, ah, das sind die anderen. Nein, 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 soweit bin ich ja noch gar nicht. Hier die passenden zu den Sukkulenten. Genau, das müssten die hier dann sein. Die Verpackung ist mal wieder Ina sicher. Ich kriege sie nicht raus. Ich verstehe es nicht. Doch, alles gut. Ich bin immer diejenige, die vor diesen Kindersicherungen scheitert. So Medikamentenflaschen mit Kindersicherung, kennt ihr die? Kriege ich nicht auf, keine Chance. So, hier. Deshalb habe ich mir die Stanzformel dazu geholt. Ich finde den Hintergrund so toll. Und den werden wir garantiert was mitmachen. Und halt hier, das passen die passenden Sachen dann zum Set. Und was ich halt auch schön finde, ist endlich mal so bestickte Rahmen für mich, gerade für mein Fotoalbum. Ich mache ja ein ganz klassisches Fotoalbum.
Also schon so ein bisschen Project Life, aber relativ klassisches Fotoalbum und da kann ich die garantiert gut brauchen. Sehr, sehr schön. Ja, das finde ich toll. Ich liebe, wie gesagt, diese Pflanzen und das passt dann wunderbar. Da, das ist das. Mal legen wir es mal so hin, dass ihr es nachher alles schön seht. Genau, und dann bin ich definitiv nicht dran vorbeigekommen an diesen wunderschönen Anzugssachen. Da habe ich auch schon ein Projekt im Kopf, das werde ich relativ bald mal umsetzen. Ja. Und ja, da will ich gar nicht mehr sagen. Ihr bleibt einfach dabei, schaut den Kanal weiter an. Am besten abonniert ihr uns. Und dann seht ihr das ja, was ich daraus zaubere. So, und dann, wie gesagt, bin ich ja jetzt wieder neu eingestiegen. Und dann für Neueinsteiger gibt es im Moment die Papierauswahl. Ja, das heißt, aus jeder Farbfamilie ein 6x6 Papier mit den jeweiligen Farben. Hier Babyblause, das hier sind die Pastellfarben, heißen sie, oder? Das sind ja meine, also davon habe ich ja die allermeisten. Zumindest von den alten Pastellfarben. Jetzt von den neuen habe ich ja gar nicht so viel geholt. Ah, so. So, die Muster sind einmal so Karo. Also so zwei verschiedene Karos in Anführungszeichen. Und das ist die Rückseite jeweils. Und das halt in den Farben. Und zwar immer zwei Stück von jeder Sorte. Das ist ein ganzer Haufen Papier. Und vor allen Dingen, was ich halt toll finde, wirklich so neutrales Papier. Das heißt, perfekt für Mattungen gemacht oder auch für Ausstanzungen, ja, mit denen ich irgendwelche Effekte erzielen möchte. Dann muss ich jetzt hier mal gucken. Das hier müsste In-Color sein, genau die aktuellen. Ja, also Himmelgelb habe ich gerade hier durchgesehen. Ja, da sind natürlich ein paar mehr Blätter von jeder Farbe drin. Ja, hier dieses Aventurin ist auch natürlich, ist genau meine Farbe. Also, das ist ein Traum von Farbe. So schade, dass das Petrol rausgefallen ist aus den Farben, weil das war auch meins. So, ich filme. Gut, das wollte ich jetzt gerade nochmal checken, weil bei mir das sind die Neutralfarben. Schaut euch das mal an. Schön, oder? Damit kann man zum Beispiel jetzt auch, also gerade hier dieses Karierte, wunderbar, wenn ich jetzt hier an die Stanzform denke, für diese Anzugssachen, kann man hier wunderbar Hemden draus machen zum Beispiel. Das ist ein wunderschönes. Naja, ich meine, Karos sind Geschmackssache. Ich selbst würde keine Karos anziehen, aber es ist doch natürlich ein klassischer Hemdstoff. Ja, also. Ich bin doch eher der Mustertyp, aber neutrale Muster, Achtung. Aber das für eine Frauenbluse ist das doch auch schön, oder? Na, ihr seht, mir kommen schon die ersten Ideen. Die Prachtfarben haben wir hier. Das Tolle ist halt, dass man echt mal alle Farben hat. Wahrscheinlich werde ich mir einen Farbfächer damit machen. Weil ich jetzt wirklich mal alle Farben hier habe, was ich sonst ja gar nicht habe. Ich habe, glaube ich, 20 Stempelfarben. Ansonsten nichts. Aber so hätten wir mal den ganzen Farbfächer hier. Schaut mal, was für schöne Farben. Hier hinten ist, glaube ich, ein bisschen durcheinander, sehe ich gerade. Aber passt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, also das mache ich auf jeden Fall mir einen Farbfächer damit und stempel mir vielleicht auch, also ganz langsam kriege ich Ideen, auch die Farben, die ich habe dazu. So, dann bleibt übrig Signalfarben. Das sind natürlich die kräftigsten Farben. Das hier ist eine schöne, was ist das denn? Bermuda-Blau wahrscheinlich, ja? Pazifikblau, das ist nämlich auch hübsch hier. Das
Geht so ein bisschen in Richtung Petrol. Könnte meine Farbe sein. So. Also hier die nochmal, dass ihr es mal seht. Ja, also da bin ich jetzt echt begeistert. Ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, Designerpapier. Ich habe nun wirklich genug Designerpapier. Aber ich erkenne langsam die Vorteile daran. Super, super, super toll. Dann habe ich mir genau das geflochtene Leinenband geholt. Einfach, weil man das immer brauchen kann. Und das wollte ich auch unbedingt haben hier. Und zwar gibt es da eine ganz süße Geschichte dazu, zu den Marienkäfern an sich. Und zwar hatte ich gerade beschlossen, dass ich schwanger werden will, sozusagen. Und eine andere Freundin von mir, die hatte gerade ihr Kind gekriegt. Und die hat mir einen. Also, sie hat, als sie in die Apotheke ist, um sich einen Schwangerschaftstest zu kaufen, hat die Apothekerin gefragt, ob sie gerne schwanger sein möchte oder nicht. Und dann hat sie gesagt, sie würde gerne schwanger sein. Dann hat die Apothekerin ihr einen Marienkäfer geschenkt. Und als ich dann ihr erzählt habe, dass ich jetzt schwanger werden möchte und so, und dann hat sie mir diesen Marienkäfer von damals sozusagen geschenkt, damit er mir Glück bringt, und hat mir tatsächlich Glück gebracht. Und der dreht jetzt mittlerweile seine Runde von Freundin zu Freundin. Also ich weiß jetzt mittlerweile, dass die vierte ihn hat. Und ich finde das eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache. Und deshalb habe ich jetzt schon eine ganze Zeit so eine, ich sag mal, eine Verbindung zu Marienkäfern. Ich weiß, dass sie nicht wirklich Glück bringen, ist mir vollkommen klar. Aber es hat für mich jetzt einfach so eine schöne Bedeutung bekommen. Und deshalb musste ich die einfach haben, weil die einfach, wie gesagt, mich an diese Geschichte erinnern. Und da werde ich bestimmt die eine oder andere sehr, sehr schöne Karte schreiben. Vor allen Dingen an die eine Freundin, von der ich ihn ganz am Anfang bekommen habe. Die bekommt auf jeden Fall davon eine Karte. So, und last but not least habe ich mir die goldenen Flocken geholt und das klebende Embossingpulver. Ihr wisst ja, dass ich verrückt nach diesen Flocken bin, und ich habe ja bis jetzt nur Silber und Kupfer. Deshalb war es perfekt, dass jetzt Gold rauskommt für mich. Und ich wollte ja nochmal ein Übersichtsvideo mit euch machen, wo ich euch ein paar Techniken zeige. Im Moment habe ich relativ wenig Zeit, deshalb weiß ich noch nicht, wie ich das schaffe, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Spätestens Richtung Sommer kriegt ihr ein Übersichtsvideo zu den ganzen Techniken, und dann werden wir da auf jeden Fall was gemeinsam mitmachen. Bestimmt auch hier so in diese Richtung. Da fallen mir ganz, ganz viele Ideen ein, wo man hier richtig viel Spaß haben kann mit diesen Sachen. Wie gesagt, dadurch, dass ich Silber und Kupfer noch habe, machen wir da wirklich, wirklich schöne Sachen mit. Genau, so, das war mein Starter-Set. Ja, sieht so gar nicht mehr so viel aus, aber wenn man natürlich bedenkt, dass hier Stanzen und so mit dabei sind, passt das auf jeden Fall. Genau. Ich plane mal, ich gucke mal, welche Projekte ich mache. Relativ bald wird es eine Karte geben, hier mit den Stanzen hier von dem diese Anzugssachen. Na, da habe ich schon eine im Kopf. Das kommt ziemlich, ziemlich bald, sobald ich jetzt halt wieder Zeit habe, was zu machen, was Größeres zu machen, weil da brauche ich wahrscheinlich ein bisschen Zeit dafür. Und ansonsten, na, jetzt kriege ich es nicht mehr zu. Hallo, hallo. Komm, ärgere mich nicht. Ja, wie gesagt, ich bin die Medikamentenflasche nicht aufkriegt wegen den Kinderverschlüssen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, habt vielleicht die ein oder andere Sache entdeckt, die ihr noch nicht kanntet. Wenn ihr Fragen zu den Sachen habt, bitte fragt mich. Wenn ihr zu irgendwas was wissen wollt, irgendein Projekt sehen wollt, irgendeine Idee habt, die wir umsetzen sollen, Christina und ich, dann schreibt uns bitte einfach. Wir sind immer offen für Ideen. Und ansonsten würde ich einfach sagen, macht's gut und wir sehen uns. Ciao!